Wie jedes Jahr geht Let's Dance auch jetzt wieder auf Tour. Ob es hier wie in der Sendung zu Aufregern kommt. So hieß es dieses Jahr beispielsweise durch die zahlreichen Corona-Erkrankungen der TeilnehmerInnen, dass die Show unfair sei. Auch in den vergangenen Jahren ist in der Tanzshow so einiges passiert. Ohne Frage gehört Let's Dance seit vielen Jahren zu den beliebtesten Formaten im deutschen Fernsehen. Mittlerweile sind nicht mehr nur die Promis, sondern auch die Jury und die Profitänzer Stars, die sich im TV etabliert haben und nicht mehr aus der Show wegzudenken sind, Let's Dance, von Affären und Zoff hinter den Kulissen. Doch neben dem Cast und den eindrucksvollen Tänzen sind es auch die Dramen und Skandale, die für Unterhaltung sorgen. Seit der ersten Staffel im Jahr 2006 gab es einige Vorfälle, die für Schlagzeilen sorgten. Viele erinnern sich zum Beispiel bestimmt an die Staffel, in der Massimo Sinato und Rebecca Mir zueinander gefunden haben. Das Problem: Zu der Zeit war das Model eigentlich noch mit Schauspieler Sebastian Deile liiert. Gerüchte um eine Affäre wurden laut, die allerdings nie bestätigt wurden. Heute sind Rebecca und Massimo verheiratet und Eltern. Doch nicht nur die Liebe war ein Thema bei Let's Dance. Auch über Krach hinter den Kulissen wurde gemunkelt. Besonders überraschend war das aus von Sylvie Mais als Moderatorin der Show. Von mangelnden Deutschkenntnissen der Holländerin bis hin zu Streitereien mit Daniel Hartwig war die Rede. Eine offizielle Erklärung gab es nie. Aber die Hamburgerin wird's verkraften, mittlerweile moderiert sie das Dating-Format Love Island.